Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und wie ihr im Titelbild gesehen habt schon von diesem Video, möchte ich heute mit euch zusammen so ein bisschen eine Lanze brechen oder ja, zum Thema Moschusdüfte. Moschusdüfte, in Klammern Musk, Klammer zu. Ja, muss ich ehrlich sagen, ich habe also auch nur zwei Moschusdüfte bei mir zu Hause. Und ja, irgendwie bin ich auf das Thema gekommen. Irgendwie habe ich mir überlegt, naja, das ganze Herbstthema wird ja im Moment durch alle Kanäle so rauf und runter, auch auf meinem Kanal, so durchexerziert. Und da gibt es ja noch ein bisschen was anderes neben den klassischen Herbstdüften. Und ja, der Moschus ist eigentlich wo überall präsent. In fast 95% aller Düfte wird der Moschus in der Basisnote ja, verwendet. Das ist ein, ja, ein Fixateur. Eichenmoos, Patchouli, Amber, Sandelholz, das sind hier immer so die ganz klassischen Basisnoten. Und wie gesagt, der Moschus wird eigentlich überall irgendwie verwendet, in irgendeiner Form. Aber so die klassischen Moschusdüfte, wo der Moschus, also der Musk, so eine prominente Note spielt, ja, die sind dann, gehen ein bisschen unter, finde ich. Und ist es meine Meinung, also meine Empfindung. Und sie werden oftmals, auch wenn sie da sind, dann werden sie oft auch in die, ja, in die weibliche, feminine Ecke gestellt, obwohl es eigentlich, wie ich meine, gar nicht gerechtfertigt ist. Ja, der Moschus an sich, ja, der ist ja weder feminin noch maskulin. Es kommt dann immer darauf an, wie er verarbeitet wird in den einzelnen Düften. Wobei Moschus natürlich auch immer so dieses Vorurteil noch vielleicht auslöst bei vielen, so eine, dieses Animalische, diese Animalik und dieses, ja, ist immer so ein bisschen, ja, erotisch angehaucht, auch so, so Moschusdüfte, das ist so, dieser kommt ja vom Moschusochsen, wobei, die sind ja heute, die, ich glaube, die ganzen tierischen Duftstoffe sind ja mittlerweile, glaube ich, verboten, meine ich sogar, und sind und werden eigentlich nur noch synthetisiert, glaube ich, noch in Düften verwendet. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine schon, dass so die ganzen tierischen Duftstoffe auch, weil das ist ja, glaube ich, nicht mehr so zeitgemäß. Egal. Naja, wie gesagt, aber dieser Moschus wird ja so stiefmütterlich ein bisschen verwandt. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht, wie gesagt, gar nicht gerechtfertigt. Ja, ich habe jetzt zwei, wie gesagt, zwei Düfte. Den einen Duft habe ich eigentlich relativ neu in meiner Sammlung. Und ich gucke jetzt natürlich mit Sicherheit öfters mal nach dem einen oder anderen Moschus Musk, Musk-Duft. Ja. Ich finde es immer interessant, dass in den Parfümerie dann, wenn es um den Namen geht, also von Parfum mit Moschus drin, dass es dann eben Musk heißt und nicht Moschus oder so. Ne? Aber klar, Musk ist natürlich international, Englisch und so. Ne? Und hört sich dann auch etwas, Musk hört sich dann auch wieder etwas wie, was schon maskulin ja an, ja. Steckt ja so die Silbe auch drin. Und ist auch so, ja, wirkt ein bisschen gefälliger, ne. Musk, ja, ich liebe Musk und sowas. Oder wenn einer kommt, ach, ich mag Moschus, denke ich, ne? Also, ja, also, ja, so ist vielleicht der ein oder andere ein bisschen hier von der Denke her. Ja, genau. Den ersten Duft, den ich euch heute jetzt hier vorstellen möchte, den seht ihr hier quasi hinter mir stehen. Den habt ihr vielleicht schon mehr oder weniger bewusst in meinen Videos auch stehen sehen, also gesehen. Ja, das ist hier ein natürlich Latafa. Der Latafa-Duft heißt Opulent Musk. Na gut, also der Flockhäuser. Ja, ist jetzt Geschmackssache, also das ist, recht kitschig gemacht, finde ich. Also, so, ich sage das mal ein bisschen despektierlich, aber pst, wir sind ja unter uns, so ein bisschen Türkenbarock oder so, ne? Also,
sage ich jetzt mal so ein bisschen, oder so arabisch-barock. Ne? So, man möge mir verzeihen. Also, ja, wobei opulent ist natürlich schon klar, da so eine gewisse barocke Anmutung jetzt hier, der Flakon. Ist jetzt auch wieder typisch, ist jetzt auch so gemacht, wieder auf der femininen Schiene, ne? So dieses Weiß, ne? Also ist mit dem Gold und so dabei, ist aber gar nicht feminin, finde ich. Also jetzt, ne, so ist ein Unisex-Duft. Ne? Und ja, also gut, die Plastikkappe ist jetzt hier, ja, Plastikkappe, ja, genau. Ja, ich habe übrigens hier noch den Karton, noch, wenn ich euch zeigen kann. Das ist auch wie so ein, das sieht ja ganz schön aus, muss ich sagen. Das ist ja so ein beflockter Karton, das fühlt sich so ein bisschen stoffmäßig an. Ist vorne ist so eine, ich weiß nicht, ob man das sieht, so eine leicht, diese ist erhaben, das ist so eine, wie so eine Plakette drauf, ist natürlich Plastik, natürlich klar. Und ja, ist eigentlich ganz nett gemacht so. Und genau, jetzt muss ich mal gucken, ah ja, da ist sogar ein Badge drauf von März 23. Ja, genau. Ist euch ja ganz nett. Also, wisst ihr, ich hebe ihn ja immer auf. Hab ja meine Kartons. Und ja, vom Preis her kann man also überhaupt nichts sagen. Das ist also fast schon unverschämt günstig für, ich glaube, 13 Euro kostet der jetzt bei der Tafa. Die gibt es also alle. Die Düfte hier gibt es eigentlich auch noch. Die kriegt man alle noch hier, diese, die da stehen. Das, ich wollte ja die ganze Serie haben. Vielleicht mache ich da mal noch ein Video drüber. Ja, aber jetzt erstmal zu dem hier, zu dem Opulent Musk. Ja, ich sprühe ihn mal kurz. Duft. Also es ist wirklich, also frisch, ja, hat schon dieses, ja, schon dieses Moschusthema drin, aber angenehm, sehr angenehm. Also muss ich sagen, ich sage euch kurz die Kopfnote, das ist eine Zitrone, weißer Moschus und Safran. Wobei ich immer diese ganzen Musk-Düfte immer als weiße Düfte wahrnehme. Die sind immer hell, die sind immer weiß, also auch von den Flakons her sind die immer sehr hell. Und klar ist es natürlich auch der weiße Moschus auch drin. Aber dieser Duft hier, dann sind in der Herznote weiße Blüten und Jasmin. Also Thema Weiß ist, setzt sich natürlich fort. Auch in der Basis haben wir weißen Moschus, Zedernholz, Tannenharz und Bernstein. Das Ganze macht es auch noch so ein bisschen, ne? Etwas tiefer, etwas kräftiger. Ja, so, wie soll ich sagen, so ein bisschen runder, ein bisschen, ja, so ein bisschen, auch so eine gewisse Maskulinität, also Opulenz, ne, ist auch so dieses Opulent-Mask. Es ist schon, also ein Duft, den ich auch übrigens auch ein ganzes Jahr über getragen habe, was er schon tragen kann. Und früher, im Sommer habe ich ihn auch schon aufgetragen, abends zum Beispiel, aber man kann ihn auch tagsüber nehmen. Also finde ich, ja, wie gesagt, es ist ein sehr heller Duft, ein sehr weißer Duft. Und da macht also auch ein warmer Sommertag, kann man den auch durchaus nehmen. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr gut, gefällt mir super gut. Ich habe den damals auch, weiß ich noch, Anfang des Jahres bestellt. Habe gedacht, naja, gut, gucken wir mal. Und hat mir gleich gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist wirklich, dieser Musk-Duft ist wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also ja, wie gesagt, es ist so dieses. Weiße Noten sind definitiv drin und es ist einfach ja so ein, auch ein geiler Duft. Also für alle Geschlechter, für von der, ich muss mal überlegen, ob ich das auch für den, ja, auch klar, für junge, mittelalt, alt, ganz alt. Nee, also den könnt ihr auch auf jeden Fall gut tragen. Also kann jeder gut tragen, finde ich. Und gerade bei Frauen, oder die mögen ja so diese Musk-Düfte, habe ich einen Eindruck gehabt. Aber gerade diese herbe Note, ne? Und die hat er auf jeden Fall auch, ne? Also er hat auch, das macht ihn so auch maskulin, das macht ihn auch für alle Geschlechter tragbar. Diese würzigen, ja, das harzige bisschen, das Zedernholz macht ihn auch so ein bisschen grün. Also der Bernstein gibt ihm noch so ein bisschen die Wärme noch dabei, noch so eine leichte, wie ich meine. Und ja, der Safran in der Kopfnote hat so eine leichte Süße, eine ganz leichte allerdings nur. Aber es ist in der Öffnung ist ja eigentlich mal so dieser sehr markante, ja,
Moschusduft da. Also, ne, ist, wie gesagt, hat nichts Animalisches oder irgendwas. Nee, es ist ein sehr, 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 sehr angenehmer, ein sehr gefälliger Duft. Ja, also, da macht man nichts falsch. Ich meine auch, es wären, würde ich sagen, so ein Crowdpleaser, so ein, auch eine Komplimente bekommen, Duft. Ja, also ich liebe diesen Duft, ich mag diesen Duft. Ich finde, schade, ich trage ihn viel zu selten, muss ich sagen. Aber ich trage ihn sehr, sehr gerne, wenn ich ihn trage. Von daher sage ich, ja, da könnt ihr mal gerne das mal probieren. Und wie gesagt, vom Preis her, 13 Euro, da macht er auch nichts verkehrt. Also wer jetzt noch nicht keinen Musk-Duft hat oder da mal gucken will, ah ja, würde ich jetzt auch erstmal auch den guten Gewinns empfehlen können hier. Ja, wie gesagt, bei Latava gibt es den, bei Parfümzentrum gibt es den. Also den ist, das ist so ein, ja, ich glaube, der geht, glaube ich, so ganz gut. Ja, genau. Guckt aber einfach mal nach dann auf der Seite. Genau. Ja, das wäre hier der Opulent Musk von Latafa. Wie gesagt, über den Flakon, naja, gut, kann man jetzt streiten. Ne? Also, ja, jawohl, ich finde ihn hier in dieser Reihe hier, finde ich ihn eigentlich ganz, ganz schön. So ist, ja, passt vielleicht jetzt auch so ein bisschen in die Weihnachtszeit, ne? Wenn man so, das ist ja das Thema Gold und so, Rot-Weiß und so, ne? Das ist, also deswegen habe ich es ja hier auch stehen, so, ne? Genau, ja, okay, dann. Mein zweiter Maskduft ist jetzt, der relativ neu hier ist, immer, hat sein Zuhause relativ neu hier gefunden. Das ist der Latafa Mask Mood. Den habt ihr bestimmt schon irgendwie so viel gesehen oder da gibt es noch drei andere davon. Das sind dann die Oud Mood Düfte. Das ist der einzige, der nicht Oud Mood ist, sondern Mask Mood. Ja, gut, also zum Flakon selber. Ich halte mal ein bisschen näher ran, dass ihr das Bild sehen könnt hier. Das ist hier oben, ist dann der Latafa-Logo. Also ich muss sagen, jo, ich habe am Anfang, ja, habe ich so ein bisschen gehadert mit dem Flakon, gerade mit diesen, naja, es sah mir immer so ein bisschen mumienmäßig aus. Oder so bandagiert irgendwie, so, keine Ahnung. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und der Flakon ist eigentlich auch echt ganz nett gemacht, eigentlich so. Die Kappe ist übrigens Metall. Also ist kein Plastik, muss ich sagen. Das ist schon mal ganz gut. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, wie gesagt, über das Design lässt sich jetzt streiten. Also, jo. Was sich aber überhaupt nicht streiten lässt, meiner Meinung nach, ist die Verpackung. Also die finde ich ganz furchtbar. Die finde ich ganz schrecklich. Also ich persönlich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Das ist diese Dose hier. Mit diesem Henkel dazu. Also das ist so eine. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. Also das ist für mich so eine. Ja, unten steht noch der Badge drauf. Was ist denn das überhaupt gewesen? Von, ah ja, der ist noch relativ neu. Juli 23, aber das ist auch schon das Beste an dem Ganzen, dass der Badge drauf steht. Kommt mir immer vor wie so eine. Als wäre das irgendwie so ein Likör, oder? Also ich habe da so oft mal so ein bisschen Liköre drin schon gesehen, die man so zu Weihnachten so ein bisschen überreicht oder so. Und dann, ach ja, nee, also diese billige Kottel dazu, also das ist jetzt keine Meisterleistung. Also ich hebe sie trotzdem auf, weil ich hebe alles auf, auch wenn es jetzt mir nicht so gefällt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es potthässlich. Also da hat Latafa wirklich bisschen ins Klo gegriffen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Stabil ist es, also es ist schon sehr stabil. Ne? Jo, wenn es ein Likör wäre. Wenn irgendwie im Regal im Supermarkt stehen würde, würde ich sagen, ja, okay, gut, ganz nett, ne? Aber als Parfum. Nun ja, aber ist Geschmackssache, ist ja immer Geschmackssache. Naja, so wie dazu. Gut, ist auch Geschmackssache hier, dieses, ja, dieses Band drumherum. Okay, naja, gut, kommen wir mal zum Duft. Das ist jetzt wieder ein ganz anderer Duft als hier
dieser da, der Opulent Musk, der ist jetzt wieder sehr hell. Also ein ganz heller Duft jetzt. Der hat jetzt keine würzigen Noten, der geht das in eine ganz andere Richtung. Ich sprühe mal. Ja, also das allererste Sprüher ist eigentlich auch ganz in Ordnung, der ist gut, den kann man gut drücken, da kommt auch ordentlich was raus. Der erste Eindruck, als ich den bekommen habe und den gesprüht habe, habe ich gedacht, Badezimmer. Frisch, sauber, clean, Seifengeruch. So, ja, so Badeschaum und ja, einfach so. Das ist so der Duft. Ne? So ist, also jetzt aber, wenn ich jetzt sage seifig, ist nichts Schlimmes. Also ich finde jetzt nicht, manche sind ja so, es gibt auch schon seifige Noten, die dann diese bisschen, nee, nicht so. Ne? Das ist jetzt aber so ein, ja, so ein, wie gesagt, so ein frischer, cleaner, sauberer, angenehmer Duft, der nach Badezimmer riecht. Nee, also, nee, also ein sehr schöner Duft, muss ich sagen. Ich sage euch mal kurz die Noten. Also im Kopf sind cremige Noten, Maiglöckchen. Da finde ich auch, dass man, dass es auch die, diese Maiglöckchen sind, die so ein bisschen, und eine Rose ist da drin. In der Herznote haben wir Moschus und auch wieder eine Rose. Und in der Basis, hat Überraschung, tada, auch wieder Moschus und Amber. Insgesamt, wie gesagt, ist das ein sehr, sehr heller Duft. Und ich muss sagen, ich habe da mal, wie ich dann aufgesprüht hatte und so, drüber sinniert ein bisschen, da kam mir irgendwie so, was heißt bekannt vor, aber ich wollte da irgendwie so ein bisschen einordnen oder ich habe, woran erinnert mich diese Art von Duft? Also, ich sage jetzt nichts Badezimmer und cremig und so weiter oder seifig. Dann ist mir irgendwie ganz spontan der Gedanke gekommen, CK1. Stopp. Also nicht weiterdenken jetzt. Also es ist kein CK1-Duft. Das hat damit nichts zu tun. Ich dachte nur so an die Wirkung, an die Art und Weise, wie der Duft in Erscheinung tritt. Diese Duftnoten hier finde ich extrem unisex, um nicht zu sagen fast schon androgyn. Und ich weiß noch damals, der CK1, der war ja auch so, dieser von zwei jungen Leuten, glaube ich, ein junger Mann und eine junge Frau, die beide so, und der Mann auch so sehr in meinem, noch wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ein sehr weicher, ein sehr, sehr Mann war. Nicht so, also dieser Maskuline, sondern eher so, auch so ein bisschen was Feminines, so ein bisschen was Androgynes hatte. Und für mich ist dieser CK1-Duft auch so androgyn und so unisex. Ich würde eher sagen, aber androgyn, weil man kann den sehr schlecht einordnen. Es ist ein Teeduft, es ist was ganz anderes als das hier. Das ist ein Maskeduft, ein Moschusduft, klar, logisch. Ne? Aber so hat mich der so ein bisschen erinnert. Wie gesagt, es geht hier gar nicht um die Duftnoten, um den Duft selber. Es geht einfach nur um die, ich weiß nicht, ob man das versteht, so dieses, wie dieser Duft auf mich wirkt. Wie er im wahrsten Sinne des Wortes im übertragenen Sinne wirkt, aber auch wie er im wörtlichen Sinne wirkt. Und den kann man immer so ein bisschen schwer greifen. Klar, ich sage es nichts von den Duftnoten her, die kann man schon greifen. Klar, dieses cremig, seifige Noten, dieses Maiglöckchen, diese Rose, die mit drin ist, noch die mitschwingt, die man aber jetzt nicht so rosig, also ich finde den nicht, keinen Rosenduft oder sowas. Ich könnte das nicht sagen, ob da wirklich so eine Rose drin ist. Ja? Ich sprühe den gerade mal nochmal auf hier. Jetzt kann man gucken. Ja, es ist in, schon was. Ja, also ich kann es nur wiederholen. Also den kann man auch ganzjährig tragen, finde ich. Durch die. Das, also wenn ich den jetzt den CK. Es könnte es für mich ein CK1 Musk sein. Sage ich das mal so. Ne? Also das könnte so ein neues, was, neue, ein neuer Duft von CK1 sein.
Der jetzt so, also das erinnert mich total an den Sieg gewonnen. Also wie gesagt, also kein Dub, kein Zwilling, es ist kein Sieg gewonnen. Mir geht es wirklich rein nur um dieses Thema, dieses Androgyn-Thema, dieses, ja, es war ja der, gerade damals der Sieg gewonnen, war ja so was ganz Neues, was, wo man noch gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Da hat man ganz kategorisch gesagt, ja, Männer, Frauen, und dazwischen gab es nichts. Und dann gab es das CK1, wo ich dachte, ach Gott, ne, so eine für alle. Ne? Und das ist auch hier so, eine für alle. Ne? Den kann ich jetzt auch schwer in die eine Ecke wie in die andere schieben. So, ne? Der eine wird vielleicht doch sagen, ja, nee, das ist ein Frauenduft, das mag ich nicht. Ne? Also jemand, der jetzt, klar, natürlich ist Geschmackssache, ne? Aber CK1 ist auch Geschmackssache. Dass, wenn jemand sagt, nee, das ist ein Frauenkram, der wird wahrscheinlich auch kein CK1 tragen, weil das für ihn auch viel zu feminin ist wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich finde den Duft hier, ja, es ist auch ein, ja, so fürs Büro auch, denke ich mir, denn auch gut. Und ja, für warme Tage, für Frühlingstage, wird es ja jetzt auch, das ist ein sehr Stimmungsaufheller. Finde ich, es ist ein, wie gesagt, ein absolut sauberer, frischer Duft. Punkt. Ja, also das Moschus-Thema ist da. Der Musk, das hat mir nichts mit animalisch oder sowas zu tun. Also ich empfinde das überhaupt nicht. Wie gesagt, es ist so ein, ja, so ein, wenn man so ins Bad reinkommt, so ein, ins Bad ist immer so richtig, ja, das ist. Also nicht unangenehm, ja, es ist wirklich ein schöner Erfrischer. Für den Herbst, auch für den Winter, wenn man mal so ein bisschen sich was aufsprühen will, so, ne? Also ja, ich kann den eigentlich auch nur mal empfehlen. Den Duft, der kostet 15 Euro bei der Tafa, ist auch relativ neu jetzt, ne? Wie gesagt, der Batch ist jetzt von Juli 23. Den habe ich jetzt vorher noch gar nicht gesehen auf der Latafa-Seite. Und ich kann euch die beiden Düfte jetzt eigentlich gut empfehlen, weil sie auch vor allen Dingen so zwei Seiten haben. Ne? So das ganz anderes Thema. Ne? Also, ne? Das ist jetzt wieder, der riecht es wieder komplett anders wie der. Ne? Also, das ist logisch, klar, sind zwei Düfte. Aber es ist, obwohl es ein Musk-Duft, beide Musk Düfte sind, die sind beide ganz anders interpretiert. Die sind ganz anders beim Wein, würde man sagen, ausgebaut. Oder ganz anders zusammengesetzt. Ja? Wie gesagt, ich probiere es mal aus. Probiere es einfach mal aus. Ja? Wenn euch dieser, also gerade CK1, wenn ihr den CK1 zu Hause habt, dann könnt ihr auch den nehmen. Also das ist so, ja. Also wie gesagt, stellt euch mal einen anderen Flakon vor, stellt euch einfach vor, dass wir die CK1 Bottle, ne, diese Flasche, und wird unten drunter stehen Musk. Jo. Ne, so, das wäre dann die Neuinterpretation des Duftes, sage ich es mal. Ne. Wie gesagt, es sind komplett andere Düfte. CK1 und das hat nichts miteinander zu tun. Ne. Aber wie gesagt, ich muss es mich wiederholen. So einfach diese Wirkung, er hat diese Wirkung auf mich, dieses Androgyne, dieses Universelle. Ja. Da könnt ihr, also, wie gesagt, probiert es mal aus. Ne? Für daher ist es auch, ja, auf, man sagt, der CK1 ist eher so ein jugendlicher, junger Duft, ne? So für, oder jung geblieben, so wie ich. Ne? Also, für daher ist es auch auf jeden Fall auch für junge Männer oder Frauen auch gedacht. Ne? Also, ich trage ihn auch. Klar, natürlich trage ich den. Ne? Ich habe auch CK1 da. Und den kann ich mir gut vorstellen, dass man den noch ein bisschen layern könnte, eventuell. Wenn noch ein bisschen vielleicht eine etwas kräftigere Note haben will, oder mit einem bisschen kräftigeren Duft unten drunter, so ein bisschen was Holziges vielleicht oder sowas. Muss man mal ausprobieren. Ginge wahrscheinlich. Ja, okay. Dann habe ich eigentlich jetzt nichts mehr groß zu sagen dazu. Das war es jetzt, die beiden Düfte, die ich jetzt euch mal näher gebracht habe. Das Thema Moschus, Musk, mal zu präsentieren hier einfach und einfach mal, ich sage mal, seid immer open-minded. Ja? Macht euch weit, macht euch nicht so eng. Guckt vielleicht mal rechts, nach links.
guckt einfach, da gibt es noch mehr zwischendrin, ja. Und gerade diese Musk-Düfte, ja, da gibt es auch so einer noch beim DM von Louis Varel, der heißt, glaube ich, auch Extreme Musk, meine ich. Heißt der, glaube ich, ja. Den habe ich jetzt, wollte ich heute eigentlich besorgen, aber ich habe ihn leider nicht gekriegt. Ja, ich will den mir auf jeden Fall auch mal holen noch, dass ich mir den auch nochmal mal vornehme zum Testen. Gut, okay. Ja, dann, wenn euch der Inhalt hier gefallen hat, wenn ich das, was ich so von mir gegeben habe, dann bin ich immer froh über ein kleines Däumchen hoch. Ja, am Schluss des Videos könnt ihr oben, hier oben von euch aus jetzt rechts, genau, auf meinen Kopf klicken. Dann könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr das gerne möchtet. Würde mich sehr freuen. Und genau, habe ich sonst noch was vergessen zum Duft? Nö, eigentlich nur so, genau. Ja, klar, mein Motto natürlich: gut duften muss nicht teuer sein. Ich denke, mit den beiden Düften hier, da, ups, nee. da macht er nichts falsch. Wie gesagt, 15 Euro, der kostet 13 Euro. Also probiert's aus, macht's einfach mal, weitet mal einen bildenden Blick. Sagt nicht sofort, oh, muss ich das, oh, eine Maske, nee, bin ich jetzt überhaupt kein Fan von. Probieren. Einfach probieren. Ja. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und jo, bis zum nächsten Video und genau, bis demnächst mal wieder. Okay, tschüss.